Der nächste Herr würde lieber ohne seine Antiquität die Heimreise antreten. Ich habe den Becher auf einer Auktion erstanden. Und das ist ein alter Augsburger Silberbecher, der ist handgetrieben und stammt aus dem Ende vom 17. Jahrhundert. Ah, dieser schöne Becher. Wunderbar. Ich rechne mal, so 2.500 könnte er eventuell bringen. Und mit dem Geld habe ich momentan gar nichts vor, das spare ich für meine Enkelin. Wie viel Klaus Schweiger womöglich für seine Enkelin zur Seite legen kann, das ist die große Frage. Jetzt ist das Fachwissen unserer Experten gefragt. Es geht zu Dr. Heide Rezibat-Sabel. Heide, so einsam mit dir ist es schön, aber der junge Mann wartet. Kommen Sie ruhig zu uns. Ja. Mit einem schönen Kistchen, das darf ich direkt der lieben Frau Doktor geben. Kommen Sie ruhig ein bisschen zu mir. Oh. Wen habe ich denn hier? Der Klaus? Klaus, da bleiben wir direkt beim Du. Ne? Ja. Klaus Horst, hallo? Frau Dr. Hallo, Heide Rezibat-Sabel. Ja. Oh, ein Becher. Ja. Wo hast du denn den Becher her? Auf der Auktion. Voriges Jahr in einem Auktionshaus erstanden. Dieser Augsburger Silberbecher. Mhm. Und ich wohne in der Nähe von Augsburg, kann man doch kaufen, mal sowas. Bist du ein Auktionsfan? Weil ich war mal bei einer Auktion und ich muss sagen, eine Auktion hat eine Gefahr für Menschen, die sich nicht unter Kontrolle haben. Das ist wie ein Spiel. Na, ich bin Mathematiker, ich weiß schon um die Chancen. Ach, doch. Du bist Mathematiker? Ja, ich war früher Lehrer für Mathe und Physik. Aber bevor wir beide weiter philosophieren, liebe Heide, du warst spontan begeistert. Ja, wir haben hier ein wunderschönes Stück, wirklich eine wirkliche Antiquität. Und ich möchte sie auf das 17. Jahrhundert gleich datieren. Mhm. Ich würde nach dem Augsburger Pinienzapfen fast 1690 tippen. Wow. Und das ist ein Silberbecher, ein Schlangenhautbecher, ein sogenannter. Er ist vergoldet, vermeil, sagt man hier, also vergoldetes Silber. Und dieses Muster wird wirklich mit Rundpunzen von Gesellen in der Werkstatt gesetzt. Mit einzelnen Rundpunzen. Rundpunzen sind Schlagstempel, die einen runden Kreis haben. Und so setzt man immer mit dem Stempel kleine, runde Kreise dicht nebeneinander. Und die ergeben ein Muster, das aussieht wie eine Schlangenhaut. Das haben die aber auch nicht mal in dem Vormittag da reingehauen. Nein, nein. Ne? Wird über mehrere Tage gemacht. Ja, ne? Über mehrere Tage wird es gepunzt und auch nur von den besten Gesellen der Werkstatt. Wow. Das ist eine feine Arbeit und je gleichmäßiger es ausgeführt, desto höher die Qualität. Hast du so etwas schon häufiger gesehen? Das gibt es doch, das gibt es schon. Also Schlangenhautbecher sind seit dem 16. Jahrhundert bekannt und werden vor allen Dingen im 17. und 18. Jahrhundert gerne in Augsburg und auch in Nürnberg hergestellt. Und es ist auch in einem sehr guten Erhaltungszustand, das muss ich auch sagen. Also die Vergoldung ist auch noch vollständig. Und es ist vor allen Dingen alles da, das ist das Wunderbare. Es ist der alte Augsburger Pinienzapfen da, es ist die Meistermarke da, die auch bekannt ist, Andreas Meidling. Und es gibt den Tremolierstrich natürlich auch. Wow. Und hier haben wir 13-lötiges Silber und damit liegt der Silbergehalt bei 81,25. Was hast du denn auf der Versteigerung dafür bezahlt? Knapp 1.500 Euro. Ja. Und der Hammer fiel wo? Bei welchem Preis? Bei 1.200. Bei 1.200 wieder, 23% Aufpreis, ja. Mhm. Ist das jetzt, kommen wir nämlich schon zur Expertise, war der Preis korrekt? War er ein Schnapper oder kann man mit mehr rechnen? Ein Schnapper ist es nicht gewesen. Er war korrekt, er war marktgerecht, absolut. Die Preise schwanken auch ein bisschen nach Größe und nach Erhaltungszustand des Goldes und auch, ob er verbeult ist, ob er Dellen hat, aber zwischen 1.000 und 1.400 im Zuschlag, im Hammerzuschlag, genau. Mhm. Gut. Ja gut, schau mal. Schau mal. Wofür willst du ihn weggeben? Ja, wie gesagt, ich meine, also zum, auf alle Fälle mindestens, was ich bezahlt habe, würde ich sagen. Ja, weil sonst kriegt meine Enkelin. Ja. Packst du ihn wieder ein? Ja. Weil das ist für dich. Ah ja, danke. Ja, das freue ich mich drauf. Ja. Das ist sicher spannend, ja. Ich freue mich drauf, weil ein Profi bei Profis gleich. Ja, schauen wir mal. Okay, vielen Dank. Tolles Stück. Also ja, entschuldige bitte, um Gottes Willen. Ja. Gerne. Dankeschön. War toll. Tschüss. Also ich bin froh, dass ich die Händlerkarte habe. Und ich freue mich jetzt auf die Händler. Ihr gebt die Sachen her, aber einen Einkaufspreis müssen Sie mindestens bezahlen, sonst bekommen Sie es nicht. Ich freue mich schon auf das Handeln, weil diese Auktionsgeschichte, auf die ich jetzt sehr viel gehe, ist ein guter Zockersatz. Ich bin halt ein bisschen so zockerisch veranlagt und habe da Mordsfreude. Ich kaufe gerne Ei, ich verkaufe gerne. Und ich lasse mich vollkommen überraschen. Verkaufen will Klaus aber nur, wenn unsere Händler mindestens den Schätzpreis bieten. Viel Glück. Eine Butterbrotdose. Hallo. Ja, grüß Sie, Gott. Grüß Gott.
Ich habe Ihnen was ganz Schönes, ein schönes Silberstück aus dem 17. Jahrhundert mitgebracht. Nein. Schau mal. Aus dem 17. Jahrhundert? Ja. Also praktisch um 1600. 1680. Er macht es sehr geschickt. 17. Jahrhundert ist sein Argument hier. Da sagt man Schlangenhautbecher dazu. Ja, wo ist er denn hier? Auktion. Auktion. Und Sie kaufen auch Auktionen, weil Sie sammeln? Ja, ja gut, ich sammle jetzt nichts Spezielles. Ich habe eigentlich vor 2 Jahren angefangen. Ich bin jetzt seit 2 Jahren in Pension und habe einfach fürs Alter ein bisschen was gesucht. Und okay. Da reizt mir einfach schöne Sachen. Also ich kaufe Bilder, ich kaufe alles Mögliche. Ja. Alles, was mir gefällt. Ja. Ja. Das könnte ein deutscher Becher sein. Weiß man, ist er aus Augsburg? Er ist aus Augsburg. Ist er aus Augsburg? Das freut euch, die Augsburger, das ist so ein Zirbelnuss, oder wie die heißt. Ja, die speziell von Augsburg, ja. Hat auch die Experte bestätigt. Ja, wir sind ja selber die Experten. Für was hat man das hier gemacht? Ja. Das habe ich gelernt, das ist ein Tremolierstrich. Richtig. Da wird so eine Probe rausgenommen. Ah ja. 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 Wolfgang, was sagst jetzt du? Ja, absolut verkäuflich, sage ich. Aber Sie wollen da schon ein paar hundert Euro haben wahrscheinlich, oder? Ein paar hundert werden nicht lange. Wollen Sie ein paar tausend haben, oder ein paar tausend wäre gut, aber, okay. Aber es war schön, Sie kennengelernt zu haben. Die hundert geht's nicht, ne? Ja. Weil willst du ein paar hundert da haben? Ja, schon über tausend auf alle Fälle. Also über tausend? Ja, ja, mit Sicherheit. Ja gut, ich fange mal an. 300. Er sagt ja, unter 1000 verkauft er nicht. Unter 1000 brauchen wir gar nicht anfangen. Brauchen wir gar nicht anfangen. Ja. Nee, das ist 1000. Für einen Becher. Ja, es ist gut, da gibt's nichts, aber ja, 1000 ist auch nur ein Becher. Das sagt also, einen sehr guten Zustand noch, hat die Frau Dr. Rezepa Zabel gesagt. Das glaube ich. Oh, ja gut, aber ich denke, 1000, da wird niemand hinlangen auf uns. Ja. Nein. Nee, das ist ja kein Problem, dann nehme ich ihn mit. Nicht. Nein, ich suche jetzt nur, was soll man da? Also ich sehe diesen Becher im Verkauf zwischen 700 und 800 Euro, ja. Hätte ich jetzt gesagt. Und dann hätte ich vielleicht 500 gegeben. Ja. Sie können natürlich Glück haben und einen finden, der über 1000 bezahlt, wenn er genau so einen Augsburger Becher sucht für seine Sammlung. Ich würde ihn dann gar nicht verkaufen. Den kriegt meine Enkelin. Ich sammle sowieso Sachen für meine Enkelin. Ja gut, dann brauche ich kein Gebot mehr machen. Wolfgang. Also, ich hätte nicht mehr, vielleicht noch 600, 700 geboten, aber 1000 würde ich denn wirklich nicht bezahlen. Aber nee, geben Sie in der Enkelin. Das ist gut. Nee, es ist ein schönes Stück, es ist ein antikes Stück. Ja. Nee, Augsburg ist wesentlich älter von der Stadt her wie München, wissen Sie ja, ist eine super, super Geschichte. Ja, nee. Danke, dass Sie da waren. Ich sage auch vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Gell? Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schade. Irgendwie hätte ich ihn gern gehabt. Die gesetzten Preise erzielt man hier eigentlich nur auf einem Auktionsmarkt, wo auch Liebhaber vorhanden sind, Sammler zukommen und diesen Preis bezahlen. Aber in dieser Runde, wo Händler was verdienen wollen, ist es sehr, sehr schwierig, hier noch etwas zu machen. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Es war recht spannend bei den Händlern. Aber ich habe gesehen, er bringt einfach nicht das, was ich damals bezahlt habe, weil die Händler müssen ja auch noch etwas verdienen. Und jetzt nehme ich den Becher mit nach Hause für meine Enkelin. So war es ja sowieso vorgesehen. Sonst hätte sie halt das Geld bekommen. Und so kann sie jetzt den schönen Becher ihr eigen nennen.